Hallo, seid froh, der Mr. Magbrand ist wieder da. Das war doch klar. Doch. Der Mr. Magbrand. Bin wieder da, habt ihr es vergessen? Ach so, ich muss zum überfluteten Tempel gehen. Warte mal. Level 10. Wir sind Stufe 9 und kommen bald auf Level 10. Ey, das hier können wir ja schon jetzt anlegen. Ja, super. So. Können wir das hier? Ich sag euch, warum ich das wieder verwerte. Am Ende kann man das in Auktionshaus stellen und wenn man genug davon hat, kriegt man eine Menge Gold. Eine Menge. Ich kapiere auch nicht, warum die exquisite. Ja, oder diese Essenzen, der feine Essenzen. Wir kaufen. Beide sind gar nicht so verschieden. Ich auch nicht, wahrscheinlich auch sehen wir gerade welche und dann kann der einzige machen. Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich so unbedingt an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu retten. Ich kann es nicht wirklich erklären. Mensch, die reden ganz schön leise. Ah, gerade cool. Ruckelattacke. Ruckel, ruckel. Oh, seht mal, das hier ist was Spezielles. Ist nicht immer da. Ich halte euch den Rücken frei. Okay, ich reiße sofort an. Hätte ich in dem Fall auch gemacht. Und ich wette, wenn das eine richtige Truhe gewesen wäre, hätte ich es ja verstehen können. Aber hallo. Wenn das eine richtige Truhe gewesen wäre, das wäre toll. Dann wäre ich auch so. Wir treffen ja gleich den Schuft. Jetzt hört euch mal was an, okay? Ich werde das langsam hier immer so jede Menge zu anhören finden, aber hört euch einfach mal an. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle Reliquie in ihren Besitz gebracht und die armen Narren haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Ich hingegen habe bereits eine Ahnung, was ich mit ihrer Tochter anstellen werde. Und sie wird mir zu meinem Lohn verhelfen. Aha. Hat anscheinend keine guten Absichten. Ich habe unsere Reisen geliebt. Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Haha. Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Wisst ihr was? Ich kenne einen Wo ist Jungen, die Reliquie? Der Sascha heißt. Oder mein Liebster wird mich retten. Zehn noch hin. Wo ist die Reliquie? Mein Liebster wird mich retten. Oh, ho, ho, mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ja, stimmt. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Nö, jetzt will ich ja doch keinen Grund zu schießen. Und jetzt Hippie-Attacke! Ist doch kein Grund zu schießen. Ich kann auch einfach gar nicht durchgehen. Mann, Mann. Wo schaut meine Truhe? Diesmal kommt ihr uns nicht davon! Ein einzigartiger!
Entschuldigung. Ich glaube, das war jetzt ziemlich laut. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Ich dachte, er ist schon tot. War eigentlich schon brutal, dass wir hier nett sind, indem wir Menschen. Toll, oder? One day, baby. Wisst ihr was? Den Speerschutz, den habe ich mir gekauft. Im Auktionshaus. Für 1500. Ja, jetzt habe ich was super Gutes gefunden. Nee, die hier, die ist fast genauso gut. Das werde ich nicht benutzen. Ist fast genauso gut. Ach so, so. Moment mal. Hä? Ach ja, stimmt. Einhandarmbrüste können ja nur diese Dämonenjäger da. 200 Armbrüste kann ich auch. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr kommt mit mir? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ich will aber kein Gift nehmen. Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Alaric! Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Wir sind Zombies. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Boah. Irgendwie, wenn ich mir das ganze Gelaber anhören muss, dann langweile ich mich schon ein bisschen. Weil ich denke mir ja, ich muss ja auch noch sprechen. Den brauche ich nicht. Aber der ist nicht so nützlich. Ich nehme ihn lieber mal verschwinden. Gibt's hier denn gar nicht? Ich vermisse Caldeum. Was vermisst ihr daran? Es ist eine solch offene und wunderschöne Stadt. Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören. Ja, ich freue mich schon auf Meteor. Den werde ich auf jeden Fall einsetzen und der Hydra vorziehen. Oder ich setze die Hydra einfach irgendwo anders hin. Bring sie zurück, Brüder! Ja! Bring sie zurück, Brüder!
lasse mir Zeit. Diese Bogen sind die einzigen, die normal sind. Und diese drängt sie zurück, Brüder! Das verstehe ich auch nicht. Ah, das hier ist besser. Mach ich hier nicht. Oh, Scheiße. Hab ich das? Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Ich hab mich ja schon erschreckt. Boah, schon Stufe 6 und so einen hohen Schaden. Jetzt kann ich da schießen auf den Haus. Oh, schade, keiner meiner Freunde ist online. Nicht Fettog und auch nicht im Zelt. Ich glaube, ich war schon wieder zu leise. Oh, das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Du redest zu viel, Lea! Deshalb mag ich keine Begleiter, die reden. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Beim Kampf wollte ich das sowieso nicht. Muss ich nicht so viel reden. Das hatte ich doch letztens. Das hatte ich schon in einem anderen Spielstand aufgefasst. Das erste Spiel, was ich gemacht habe.